And there's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We are losing, losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is no one on our side. Hey Leute, willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Ender Games Kits. Denn dieses Kit, das wir heute programmieren, ist gar kein richtiges Ender Games Kit, sondern einfach ein Kit, das sich von jemandem gewünscht wurde. Ich blende den Kommentar mal hier ein. Ich glaube, der hieß Ruby Universe MC oder so. Ja. Genau. Und der hat sich halt das Steeler Kit gewünscht. Ich habe ihn dann auf Skype kontaktiert. Der hat mir das alles noch ein bisschen genauer erklärt. Und er meinte halt, dass er sich das ausgedacht hat. Und dann machen wir das mal. Also New Steeler und schon sind wir fertig. Ja gut, wir müssen jetzt nur noch das Kit schreiben. Also gut, kreieren wir mal die Klasse Steeler, okay. Und es extendet schon aufs Kit, das ist ja perfekt. So, Constructor aufrufen, Parameter löschen, so, und hier einfach mal Steeler übergeben. Der Price ist wieder einmal 100 und das Material ist diesmal ein Emerald. So, okay, das Steeler Kit ist eigentlich relativ leicht zu erklären, nämlich wenn der Spieler, der das Steeler Kit hat, einfach mit einem Emerald, also mit einem Smaragd in der Hand Rechtsklick auf den anderen Spieler macht, bekommt das Steeler Kit, also bekommt einfach der ja, Typ mit dem Steeler Kit, das Item von dem anderen in seine Hand gedrückt und der andere hat dann gar kein Item mehr in der Hand. Ist ganz schön stark meiner Meinung nach, aber sowas wird natürlich gerne gesehen, solche Vorschläge finde ich richtig gut. Und ihr könnt mir auch super gerne irgendwelche Kit-Vorschläge ja, in die Kommentare schreiben. Also wenn sie wirklich gut sind, nehme ich die auf jeden Fall dran. Es bringt jetzt nichts, wenn einer schreibt, mach mal ein Kit, dass wenn man jemanden tötet, dass man Speed bekommt. Da ist ja an sich nichts Besonderes dran, das kann man ja ganz leicht machen. Und darüber werde ich jetzt halt dann kein Tutorial machen. Aber über solche ausgefeilten Ideen bin ich auf jeden Fall gerne dabei und zeige euch mal, ja, was dieses Kit dann alles so kann. Ich nenne es einfach mal on interact, ja, okay. Und das ist das Player Interact Entity Event. So. Dann einfach uns hier erstmal einen Spieler holen. Ist e.get Player. Und dann fragen wir ab, if main km importieren und has kit p und this. Also wenn der Spieler hier das Steeler Kit hat, dann geht's weiter im Code. Dann fragen wir ab if e.get right-clicked instance of player. Also wenn das ja die Entity, auf die wir rechtsklick gemacht haben, ein Spieler ist, dann holen wir uns den Spieler player tar ist player e.get right-clicked. So, dann fragen wir jetzt ab if p.get item in hand. Ich weiß gerade nicht, wie wir das machen sollen, ob er nur ein Emerald hat oder mehrere, weil es ist ja irgendwie komisch, wenn er 5 Emeralds hat und dann ja auf den anderen Spieler rechtsklick macht, das Item bekommt er dann ja in die Hand, dementsprechend hat er auch keine Emeralds mehr. Also ja, mache ich es einfach mal mit einem Item. Also get item in hand.get type ist gleich Material und Emerald. Wir können das natürlich beliebig hier umfunktionieren. Wir können das auch machen, dass er mehrere Emeralds hat und dann halt das Item nur in sein Inventar geben. Aber ich mache es halt so, dass er nur ein Emerald hat. So, also wenn er ein Emerald hat, dann ja, obwohl ich glaube, wir sollten vielleicht auch noch abfragen dazu, ob der Spieler überhaupt irgendwas in der Hand hat. Was sonst wäre es ja ganz schön gemein, wenn er einfach rechtsklicken macht und dann nur Luft in der Hand hat und der Emerald ist weg, wäre ja voll die Verschwendung. Also get inventory, ich meine get item in hand, get type, material.r und natürlich ungleich und nicht gleich. So, dann können wir hier weitergehen. Dann einfach p. Obwohl, ich glaube, wir machen einfach get item in hand, set type, material und r. Und, obwohl, das wäre dumm, das brauchen wir ja gar nicht. Wir machen das so, p.getInventorySet, wir machen das schon richtig, wir machen das so, wir übergeben hier einfach einen Itemstack, set item in hand, und wir holen uns hier tar.getItemInHand, das Itemstack von dem Spieler,
und dann hier oben noch tar.get. Ne, das müssen wir da runter machen. Sonst wäre das ja dumm. Sonst würden wir dem ja erst Luft setzen, das dann dem Spieler geben. Dann hat der Spieler auch Luft. Get, ach, was ist denn los? Get item in hand. So. Und set type. Und das ist material und air. Jo, wie gesagt, könnt ihr auch machen, dass das Item einfach ins Inventar bekommt. Und ja, nicht. Also dann kann er halt auch mehrere Emeralds benutzen. In dem Fall kann er halt nur einen Emerald benutzen. Ja, richtig. Das war's, glaube ich, soweit auch. Wir haben das ja gerade schon hier registriert. Wir haben schon ganze 5 Kits. Ist auf jeden Fall schon gehörig was. Ja, ich würde sagen, exportieren wir mal und gucken, ob und wie das alles funktioniert. Natürlich davor den Server starten. So, Start. Wo haben wir's? Start-SA. Und jetzt können wir wieder ein bisschen warten in der Zwischenzeit. Ja, was will man da groß sagen? Ich kann hier nochmal erklären, was wir gemacht haben. Wir fragen einfach ab, ob er dieses Kit hat. Wenn er dieses Kit hat, fragen wir ab, ob er auf einen Spieler Rechtsklick macht. Dann holen wir jetzt einen Spieler. Also definieren halt mit Tar. Dann fragen wir ab, ob der normale Spieler, der Rechtsklick gemacht hat, einen Emerald in der Hand hat. Und ob der andere Spieler nichts in der Hand hat, weil sonst wäre das ja ganz schön gemein. Dann hätte er einfach Luft in der Hand, der Emerald wäre verschwendet. Ja, genau. Und der Server ist gestartet. Und dann geht's jetzt mal auf den Server. So, mit dem einen Account bin ich schon mal drauf. Ja, komm. Dann gehen wir jetzt auch direkt mit dem zweiten drauf. Und mit dem hole ich mir jetzt einfach mal das, das Dealer-Kit. So. Ach ja, wir haben denn gar nichts gegeben. Wir sollten ihm vielleicht noch ein Emerald geben. Equip. Und hier p.getInventory.addItem New Item Stack. Und Material Emerald. Ihr könnt dem Emerald natürlich auch noch einen wunderbaren Namen geben, wie Item Switcher oder sowas. Aber hey, das lassen wir jetzt. So, und ein Reload. Und nochmal Stealer. Und wir haben jetzt den Smaragd. Und hier ist unser Spieler. Linksklick, schlagen wir ihn. Rechtsklick, passiert nichts, alles gut. Weil er hat ja auch Luft in der Hand. Jetzt nehmen wir uns dann mal eine Blume. Eine Blume. Ihr seht, es leckt auf jeden Fall gehörig. Er hat eine Blume in der Hand, Rechtsklick. Und wir haben eine Blume in der Hand und er hat immer noch eine Blume in der Hand. Was wir nicht wollen. Wir wollen das nicht. Dann geht das wohl doch nicht so. Dann einfach Set Item in Hand. New Item Stack. Material und Air. Gut, dann sollte das damit aber gehen. Und jetzt noch ein Reload von hier. Holen wir uns das Emerald Kit nochmal. So. Und er hat jetzt immer noch die Blume in der Hand. Wenn wir jetzt Rechtsklick machen, haben wir die Blume in der Hand und er nicht mehr. Jetzt können wir uns noch ein paar Emeralds hier cheaten. Ich habe gerade Caps Lock drin, sehe ich. Germod 1. Und Smaragd. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Menge. Aber die werden wir jetzt gut verteilen, weil sie zählen halt jetzt wie einer. Aber jetzt können wir das so machen. Wir nehmen das hier einfach mal raus. Und dieser Spieler geht jetzt hier auch mal in den Game Mode 1. Obwohl, das darf der, glaube ich, gar nicht richtig. Game Mode 1. So. Und jetzt holen wir uns hier irgendwelche krassen Sachen. Hier Diamantschwert, sonst was. Hier so alles mögliche. Gut. Und dann gehen wir wieder in Game Mode 0, was wir von hier aus auch nicht können. Game Mode 0. So. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben das Diamantschwert geklaut. So, er hat nichts in der Hand. Wir können auch mal gucken, ob wir hier was mit richtig vielen, mit einer Sub-ID und so klauen können. Das können wir auch klauen.
Und wir haben es instant getrunken. Das ist toll. Was ist denn, wenn wir hier jetzt einen Stärketrank klauen? Dann haben wir ihn auch direkt geworfen, okay. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es was hilft, wenn wir das jetzt, wenn wir das dann noch canceln. E.Z cancelled true. Obwohl es, ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie irgendwo helfen wird. Aber wir können ja mal schauen. So. Hat der noch, okay, der hat noch einen Trank. Und dann reloaden. Und wir holen uns wieder das Emerald Kit hier, das Dealer Kit. Und wir klauen uns diese Potion. Und wir haben sie immer noch geworfen. Ja gut, dann wirft man halt die Potion, wenn man Rechtsklick drauf macht. Das ist ja auch irgendwo logisch. Aber wir können halt ganz normale Items somit aus dem Inventar klauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr, wie gesagt, irgendwelche coole Kit-Ideen habt, also wirklich coole Kit-Ideen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ja, wenn sie ja, gut sind, dann nehme ich sie auch gerne dran und programmiere dies dann. Ich muss dann gucken, ob ich diese Reihe immer noch Endergames Kits programmieren nenne. Weil streng genommen sind es ja keine Endergames Kits mehr. Aber wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Bis dahin, ciao.